In diesem Kurzvideo geht es um den Spannungskopfschmerz, einer sehr häufigen Begleiterscheinung heutiger Bildschirmarbeit. Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie auslösende Momente vermeiden und was Sie bei manifesten Spannungskopfschmerzen tun können. Bildschirmarbeit und Spannungskopfschmerz erscheinen in der modernen Arbeitswelt wie siamesische Zwillinge. Dafür gibt es, mal abgesehen vom Stress, eine stichhaltige und einfache Erklärung. Ein nach vorne geschobener und in den Nacken gezogener Kopf führt zwangsläufig zu verkürzten und verspannten Nackenmuskeln. Die kleinen Wirbelgelenke werden fehlbelastet. Der Blutfluss in den Vertebralarterien wird gedrosselt. Das Rückenmark und die Nervenwurzeln werden beengt. Daraus folgen Gelenkblockaden und Schiefhals, Schwindel und Tinnitus, Kopfschmerz und Augenprobleme, Kiefergelenkschmerz und Konzentrationsschwierigkeiten. Die funktionelle Therapie fokussiert auf das Naheliegende, auf eine anatomisch aufgerichtete Kopfhaltung und auf die gezielte Entspannung der tiefen Nackenmuskulatur. Konkret bedeutet dies, der Kopf steht über und nicht vor der Wirbelsäule. Der Nacken bleibt lang und offen. Die Nackenmuskulatur selbst bleibt entspannt. Übungen in Rückenlage oder auf einem Stuhl mit dem Rücken zur Wand schulen die gezielte Entspannung der Nackenmuskulatur. Die Aufrichtung der Brustwirbelsäule kommt besondere Bedeutung zu. Die Schwebelage des Unterkiefers hilft, unbewusstes Zahnpressen und damit unbewusstes Anspannen der Nackenmuskulatur zu erkennen und zu vermeiden. Wichtig ist, das Problem Spannungskopfschmerz im Gesamtzusammenhang zu verstehen. Sitzhaltung, individuelle Form und Beweglichkeit der Wirbelsäule, gewohnheitsmäßige Kopfhaltung vor dem Bildschirm, blendfreier Arbeitsplatz, falsch eingestellte Brillengläser oder Linsen, erhöhte Stresssensitivität sowie eine verminderte Schlafqualität aufgrund nächtlichen Knirschens und Zahnpressens. All diese Faktoren führen zur Überlastung der Nacken- und Kopfmuskulatur und begünstigen so die Entstehung von Spannungskopfschmerzen. Zusammenfassend gilt aus funktioneller Sicht: Fehlbelastung erkennen, gezielt üben, kräftig und beweglich bleiben.